Hallo Daniela. Astrid Meyer, Kirsti, herzlichen Glückwunsch. Danke schön. Ich gratuliere dir recht herzlich. Danke. Super, bravo. Und danke. Das ist dein Arbeitsplatz. Genau. Super. Rezeption. Das Hotel Malaun und du bist im dritten Lehrjahr mittlerweile. Ja. Wie gefällt es dir? Ganz gut. Sehr gut. Richtig gut, ja. Es freut mich sehr, dass wir endlich in dieser Sparte einen Lehrling des Monats haben. Ja. Da noch eine junge Dame, das ist natürlich eine große, große Freude. Und zwar das ist der Reservierungsplan. Aha. Und da sieht man zum Beispiel Heimkinder Anreise. Genau. Okay, das ist dann immer in grün gehalten, oder? Genau. Da sieht man die ganzen Kategorien und Zimmer. Die, die gereingeschaltet sind, da wissen wir, okay, das Zimmer ist schon gereinigt, da können wir den Gast schon auch schicken. Mhm. Genau. Was heißt gelb? Gelb, das sind die reservierten Zimmer, die aber noch nicht bei uns da sind. Also okay. Das sind noch nicht in Check. Mhm. Mhm. Und mhm. Die roten, das sind die, die momentan bei uns im Haus sind. Da. Okay. Genau. Warum hast du denn eigentlich für dieses Gewerbe entschieden? Also ich wollte eigentlich zuerst Bürokauffrau werden. Und dann habe ich aber gesehen, dass jetzt der Lehrberuf Hotel Kauffrau geht, also rein Rezeption. Dann habe ich mir gedacht, das war genau das, was ich möchte. Also Abwechslung von Gästekommunikation, aber trotzdem arbeiten am PC. Mhm. Und darum habe ich mich eigentlich dazu entschieden, dass ich das mache. Und dazu mache ich ja noch die Lehre mit Matura. Vor allem das Lässige an deinem Job ist wahrscheinlich der Kontakt mit den Leuten, dass du genau. Immer unterstützend sein kannst. Und ja. Das Wohl der Gäste liegt dir ja sozusagen sehr am Herzen. Ja, das stimmt. Sehr schön. Das heißt, du hast mit deiner Berufswahl es richtig getroffen. Ja, auf jeden Fall. Ich habe gelesen, du bist sehr gut in der Schule. Ja. Ja? Du bist natürlich darüber hinaus auch bei der Musik, habe ich gelesen. Genau. Gell? Bei der Musik und nur bei der Jungbauer. Jungbauer bist du auch noch. Ja, wie kann es auch anders sein? Ja. Gefällt dir das? Ja, fällt mir richtig gut. Ja, schon lange bei der Musik? 8 Jahre. Und wie geht dein Weg weiter? Was möchtest du mal machen? Jetzt machst du dann Lehre mit Matura fertig. Genau. Ja. Und danach, wie ist so dein Weg, der Plan für die Zukunft? Also ich bleibe jetzt einmal im Betrieb. Mhm. Nach der Lehrabschlussprüfung mache ich die Matura fertig. Mhm. Ja, und das ist jetzt einmal mein Ziel, bis jetzt die Matura zu schaffen. Genau. Und danach mal schauen, was dann so kommt. Liebe Daniela, vielen herzlichen Dank. Dankeschön, dass du mit dem Betrieb gesorgt hast. Ich wünsche dir alles, alles Gute, mach so weiter. Du bist eine ganz besondere Persönlichkeit und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder, spätestens im nächsten Jahr beim Lehrling des Jahres. Dankeschön.